Hallo Leute und willkommen zum wahrscheinlich lustigsten Part von Simon the Sorcerer 2. Der Grund, wir werden es gleich sehen. So, wir müssen jetzt zurück zu Calypso. Das war hier. Wo zum Geier bin ich hier? Genau. Ich glaube, ich hätte vorhin links abbiegen müssen. Ich sollte besser nach dem Weg fragen. Entschuldigung, wissen Sie, wo Calypsos Zauberladen ist? Ja! Das sah wie ein Nein aus. Ein einfaches Nein hätte gereicht. Ja. Zack. Super. Wofür dieses Kunststück? Egal. Alles klar, Captain. Hast du ihn gut verschnürt? Ich habe eine Eisenkette verwendet, Captain. Gut, gut. Dann geh nun und lass die Segel setzen. Sie sind bereits gesetzt, Captain. Sonst würden wir uns nicht bewegen, Captain. Bereits gesetzt, sagst du? Jo, Captain. Sicher? Jo, Captain. Was ist mit dem Anker? Was soll mit ihm sein, Captain? Ist er gelichtet? Jo, Captain. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, Captain. Nun, dann geh einfach und mach irgendwas. Danke, Captain. Gut, ihr Landratten. Ich möchte, dass ihr wisst, wer hier das Kommando hat. Ich, verstanden? Kapitän Long John Silver. Und wagt ja nicht den Versuch, mich zu hintergehen. Wenn ihr irgendwelche Tricks versucht, ihr wisst schon. Fliehen oder so etwas. Dann müsst ihr euch vor mir verantworten. Ich möchte außerdem, dass ihr wisst, dass ihr als Sklaven verkauft werdet, sobald wir in Kalimari anlegen. Also macht das Beste draus. Entschuldigung? Ja? So, Leute. Macht euch gleich auf den besten Dialog in der ganzen Spielgeschichte bereit. Es kommt gleich unheimlich genial. Ich glaube, es kommt gleich bereits, okay. Bist du wirklich Long John Silver? Ey Mann, wo hängt's denn? Mann, geht was essen? Ich habe Hunger. Wer ist bescheuert und trägt einen großen schwarzen Hut? Wer ist bescheuert und trägt einen großen schwarzen Hut? Wer ist bescheuert und trägt... Hau doch mal ab. Na prima, Mr. Vorlaut hat mal wieder zugeschlagen. Aber nee, da kommt es doch noch nicht jetzt. Schade. Auf jeden Fall, wir können fast nichts machen. Können Sie ein bisschen umgucken? So. Er trägt eine Augenklappe. Okay. Gehen wir da ran? Solange ich in Ketten liege, komme ich da nicht ran. Ja, ist nicht weit weg, aber trotzdem. Das ist ein Muskelpaket. Er ist mit Goldketten behängt und sieht aus wie aus einer Fernsehserie. Dann überlegen wir mal, aus welcher Fernsehserie der Typ denn kommen könnte. Der Typ hat einen Iro, der hat so einen komischen Bart, hat Goldketten, er ist schwarz. Und ist muskelbepackt. Na, wer könnte das wohl sein? Ich sage A-Team. Ich könnte es mit Magie versuchen. Ach so, meinst du? Okay. Dann, ach so, stimmt, mein Zauberbuch. Ich glaube, dies ist meine einzige Chance. Los geht's. Hokus Pokus, aber la poch, Magie, Magie, hol mich raus aus diesem Loch. Was sagt man dazu? Es hat funktioniert. Ich sollte mich für eine eigene Fernsehshow bewerben. So, nochmal. Na, er sieht aus wie aus dem A-Team und es ist auch Mr. T.
So, das ist wichtig, dass es Mr. T ist, weil ansonsten kann man eine Rätselkette nicht verstehen. Ich als Kind hab's damals gar nicht gecheckt. Okay, reden wir doch mal mit dem Muskelpaket. Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will. Dann nicht. Gut, dann gehen wir raus. Schlecht. Wo wolltest du gerade hin, ne? Nach oben? Tut mir leid, hier drin ist es so stickig. Ich suche nur die Toilette. Ich suche nur die Toilette. Matt! Ich finde das so geil. So, Achtung, bester Dialog kommt jetzt. Der beste Dialog kommt jetzt. Na schön, du stinkig, steife, winselnd, weinende, jämmerlich jammernde Landratte, pass auf. Ich habe nach sorgfältigen Überlegungen beschlossen, dich nicht als Sklaven zu verkaufen. Um meinen unersättlichen Sadismus zu stillen, werde ich euch beide massakrieren. Deshalb werdet ihr genau zur Mittagsstunde beide am Galgen baumeln und... Captain? Nicht jetzt, nicht jetzt. Stör mich nicht mal meiner Rede. Also, ich werde mit großer Freude eurer Hinrichtung... Captain? Willst du wohl aufhören, mich zu unterbrechen? Es ist aber wichtig, Captain. Es kann sicher 30 Sekunden warten. Und? Wo war ich denn geblieben? Ach ja, ich werde mich also daran ergötzen, wie ihr im Winde zappelt und... Sie sollten das, wirklich wissen, Captain. Na schön, aber wehe, wenn es nicht wichtig ist. Wir haben keinen Galgen, Captain. Keinen Galgen, sagst du? Nein, Captain. Warum nicht? Wir hatten noch nie einen, Captain. Oh, gut. In diesem Fall werdet ihr also zur Mittagsstunde in der Folterkammer langsam und qualvoll den Tod durch... Captain? Wir haben keine Folterkammer, stimmt's? Nein, Captain. Tut mir leid, Captain. Kein Galgen, keine Folterkammer. Haben wir überhaupt hier irgendetwas Gefährliches auf diesem Kahn? Eigentlich nicht, Captain. Die Gesundheitsvorschriften. Sie wissen schon, Captain. Wir haben einen ziemlich scharfen Löffel, Captain. Warte, ich habe eine bessere Idee. Also, ihr zwei Bürschchen. Der Plan wurde geändert. Genau zur Mittagsstunde werde ich euch über die Planken schicken und den Haien zum Fragen. Wir haben eine Planke, oder etwa nicht? Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, oder? Nein, Captain. Es ist nur so, dass... Sag nichts. Es ist gegen die Vorschriften. Nein, Captain. Unsere Planke ist kaputt. Wir müssen sie erst noch flicken. Schön. Gut. Also, zur Mittagsstunde gehen wir... Geben Sie uns besser Zeit bis 15 Uhr, Captain. Um genau 14:15 werdet ihr über die Planke in haiverseuchtes Wasser... Nun, nicht direkt verseucht, Captain. Sag mir nicht, dass es hier keine Haie gibt. Daran ist das Klima schuld, Captain. Es ist zu kalt für Sie. Wissen Sie, der gewöhnliche Wald- und Wiesenhai bevorzugt... Zur Hölle, hier muss es doch irgendwelche gefährlichen Tiere geben. Es gibt hier in der Gegend einen wirklich bösartigen Delfin, Captain. Delfine sind nicht gefährlich. Im Gegenteil, sie zeigen Matrosen den Weg in den rettenden Hafen. Dieser nicht, Captain. Er zeigt den Matrosen den Weg zu den Haien. Er ist ein bisschen andersrum. Gut. Noch einmal von vorn. Das ist so geil. Um 14:15 werdet ihr über die geflickte Planke in delfinverseuchtes Wasser geschickt. War das diesmal richtig? Jo, Captain. Keine Probleme damit? Keine Verstöße gegen irgendwelche Vorschriften? Nein, Captain. Gut. In der Zwischenzeit kannst du dich nützlich machen. Ich mag den Schnitt deiner Klamotten. Mein alter Schiffsjunge hat vor ein paar Tagen einen unvorhergesehenen Unfall. Du wirst ihn ersetzen. Wenn du gut bist, schenke ich dir vielleicht dein Leben. Matt! Jo, Captain! Bring ihn in meine Kabine. Jo, Captain! Gut. Bist du mit den Aufgaben eines Schiffsjungen vertraut? Nein. Nein, Captain. Nein, Captain.
Ich auch nicht. Du solltest am besten jemanden von der Crew danach fragen. Die müssten es eigentlich wissen, okay? Ja, Captain. Dann sieh zu, dass du in Erfahrung bringst, was deine Aufgaben hier an Bord sind. Ja, Captain. Gut. Der unfähigste Captain aller Zeiten. Ach, ich find's so genial. So, ich bin gerade zu überlegen. Mann, hab ich ein Glück. Jetzt muss ich nur schnell das Bad Full finden und zusehen, dass wir zurück zum Hafen fahren. Ja. So. Also müssen wir einfach wirklich umdrehen. Das ist jetzt wichtig, dass wir einfach umdrehen. Gucken wir uns erstmal hier ein wenig um. Wir haben hier drei Sachen. Einmal den Wandschrank, einmal das Tagebuch und einmal Papageien. Da wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, gucken wir erstmal den Wandschrank an. Wo gehst du jetzt lang? Ach. Er hat schöne Verzierungen und ist wurmstichig. Okay, mach mal auf. Ich hatte heute schon genug Ärger mit Schränken. Gut, dann halt nicht. Aber wir haben hier ein paar Papageien. Wir gucken uns das mal an. Papageien für jede Gelegenheit. Gut, dann nehmen wir einen mit. So. Und, gucken. Er ist ausgestopft. Ein das Ex-Papagei sozusagen. Genau, also er ist ausgestopft, Leute. Das ist auch wichtig. Dann haben wir hier ein Tagebuch. Okay, scheiße. 24. Juni. Endlich haben wir ein neues Schiff. Ein prachtvolles, majestätisches Schiff mit Rettungsringen aus purem Gold. Macht nicht viel Sinn. 26. Juni. Manchmal hasse ich diesen Piratenjob. Immerzu kneift die Augenklappe und zwickt das Holzbein. Und die Crew regt mich auch auf. 29. Juni. Heute ist mein Geburtstag. Die Crew schenkte mir eine ausgestopfte Taube. Sie wollen sich scheinbar über mich lustig machen. 1. August. Irgendjemand hat heute Pfeffer in meine Augenklappe gestreut. Das nächste Mal werde ich hart durchgreifen. 3. August. Ich habe 3 Matrosen hinrichten lassen, um ein Exempel zu statuieren. Die anderen werden sich keine Späße mehr erlauben. 5. August. Die Mannschaft zieht trotz allem hinter meinem Rücken weiter über mich her. Ich weiß nicht, wie ich sie bestrafen soll. Ich werde es wohl an den 2 neuen Sklaven auslassen, die wir heute gefangen haben. Hoppla, hier liegt eine Postkarte drin. Eine Postkarte aus Kalimari. Lieber LJ, es ist sehr schön hier, das Wetter ist gut, das Essen ebenfalls. Gehen heute an den Strand. Gezeichnet Klaus G. Störter Becker. PS, diese Karte ist eine herrliche Aufnahme der Bucht, oder? Also, wer es nicht wusste, redet noch was? Nein. Also, Klaus G. Störter Becker, ist durch ein Wortspiel, weil Störtebecker war einer der wenigen deutschen Piraten. Oder war das ein Holländer? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein berüchtigter Pirat. Störtebecker, ganz wichtig. So, und hier? Sie zeigt eine fotorealistische Aufnahme der Kalimari-Bucht. Ganz, ganz wichtig, Leute. So, dann begeben wir uns gerade noch hier raus. Und dann ist, glaube ich, echt schon wieder Zeit, den Part zu beenden. Naja, auf jeden Fall sind wir hier so ein paar Piraten. Aber das... Ach Leute, ach nee. Ach komm Leute. Ach, ein Schlussgag. Einer muss noch kommen. Also der Schlussgag muss noch kommen. So. Der pennt. Ein völlig unwichtiger Pirat. So, was bist du für einer? Er lehnt sich sehr weit über die Reling hinaus. Der kleinste Windhauch würde ihn jetzt über Bord werfen. Er hat richtig gehört, aber wir reden erstmal mit dir. Hallo. Bist du der neue Schiffsjunge? Sozusagen. Was machst du hier? Au! Entschuldige bitte. Ach, eine Pflege, Kleine. Das hier ist auch ohne dein Gequassel schon schwer genug. Ich empfange böse Schwingungen. Kann ich noch mit dir beten? Alles Roger, alter Junge? Du sollst mich in Ruhe lassen. Ich versuche nur höflich zu sein. Verschwinde.
Jetzt nochmal. Alles Roger, alter Junge? Du sollst mich in Ruhe lassen. Ich versuche nur hübsch. Okay. Finde. So, also wie gesagt, ich wiederhole es noch einmal. Ach, komm. Er lehnt sich sehr weit über die Reling hinaus. Der kleinste Windhauch würde ihn jetzt über Bord werfen. Der kleinste Windhauch würde ihn über Bord werfen. Es gibt ja wenige Verwendungsmöglichkeiten für Schieben. Das ist einer. Vergiss nicht mal zu schreiben. Ich liebe es. Okay. Wir nehmen die Bohle. Wir nehmen Nägel. Ich hebe besser auch den Hammer mit auf. Okay, ich wollte gerade sagen. Warum gehst du jetzt einen riesen Umweg? Na egal. Gut, Leute. Also, wir haben schon gut überzogen eigentlich für diesen Part. Wir sind jetzt mitten auf diesem tollen Piratenschiff. Und wir haben Long John Silver getroffen mit seinem richtig... Ich liebe diesen Dialog von Long John Silver mit seinem Maat. Über die... Wie heißt es immer so schön? Wir schicken euch über Viertel nach zwölf über die geflickte Planke in delfinverseuchtes Gewässer. Ja, ich liebe diesen Satz. Der habe ich... Ach, ich liebe ihn einfach. Also Leute, wenn ihr noch mehr Schwachsinn sehen wollt, dann bleibt dran. Aber nicht jetzt, sondern morgen beim nächsten Part von Sign the Sorcerer 2. Leute, tschüss!